Wir sind wieder in der mediterranen Küche angelangt. Wir machen heute ein fantastisches Fischrezept. Herzlich willkommen in Evis glutenfreier Küche. Heute machen wir zusammen ein Saltimbocca, aber nicht mit Fleisch, so wie man das kennt, sondern mit Fisch. Ich habe mich hier für Kabeljau entschieden, weil Kabeljau hat ein schönes, festes Fleisch. Das eignet sich hervorragend, wenn man das rausbraten möchte und der Fisch soll da im ganzen Stück wieder herauskommen. Na, für das normale Saltimbocca, ihr wisst es, ihr braucht normalerweise einen Serrano-Schinken oder sowas in dieser Kategorie. Ich habe mich hier aber für einen österreichischen Landschinken, Landspeck entschieden. Der ist sehr würzig, der ist geräuchert auch noch, das macht es auch wirklich einen wunderbaren Geschmack. Dann natürlich Salbeiblätter, die braucht man auch, die habe ich mir auch schon vorbereitet. Und dann im Anschluss, also dranbleiben bis zum Schluss, machen wir uns noch ein feines Sößchen dazu. Fangen wir aber mit dem Fisch an, also den Fisch ganz normal auftauen. Ich habe hier ein gefrorenes Produkt bei Zimmertemperatur und den werden wir jetzt einmal einfach mit einer Küchenrolle schön trocken tupfen. Alle Scheiben, ihr seht, der hat noch ordentlich an Flüssigkeit. Das machen wir mal mit allen drei Stücken. Alle, die meinen Kanal schon verfolgen, ihr wisst, ihr könnt sitzen bleiben, ihr braucht jetzt nichts mitschreiben. Die genauen Mengenangaben für dieses Rezept findet ihr dann wie gewohnt unten in der Videobeschreibung. So, unser Fisch ist jetzt trocken getupft, jetzt ist er weiter zur Präparation gefertigt. Und zwar werden wir den ein bisschen salzen, weil unser Speck ja schon würzig ist, und ein bisschen pfeffern. So, und dann kommt auf jedes Fischstück kommen unsere Salbeiblätter drauf. Bei mir passen genau zwei drauf und dann wird das Ganze noch mit dem Schinken umwickelt. So, unsere Bäckchen sind jetzt schon fertig, jetzt können wir die gleich anbraten. Dafür nehmt ihr am besten eine beschichtete Pfanne und Olivenöl. Dann warten wir noch, bis die Pfanne heiß ist. Und dann bitte immer auf der Seite, wo euer Schinken offen ist oder euer Speck offen ist, ihr setzt es jetzt in dem Fall auf dieser Seite, immer auf dieser Seite als allererstes anbraten. Durch das Anbraten gerinnen nämlich die Eiweiße und unser Backerl verschließt sich. So, und hinein in die Pfanne. Da wieder die Oberseite. Unser Fisch, ihr seht es, ist wunderbar rundherum angebraten. Und das ist unser Indikator, dass der Fisch auch durch ist. Jetzt können wir den schon einmal herausnehmen und zur Seite stellen kurz. Jetzt machen wir nämlich gleich weiter mit unserem Sößchen. Da werden wir jetzt gleich unsere Zwiebel hineintun. Die werden wir kurz anrösten. Und jetzt unsere Temperatur gleich auf Stufe 1 herunterregeln. Hier habe ich dann noch ein paar Salbeiblätter, die werden wir uns jetzt gleich fein hacken. Diesen Schritt könnt ihr natürlich auch schon vorher machen. Das ist ungefähr eine Handvoll. So, den Schritt haben wir auch schon erledigt und jetzt kann
unser Salbei gleich mit in die Pfanne. Und dann schneiden wir uns noch einen Klecks Butter ab. Das ist ungefähr ein Teelöffel. Und jetzt dann werden wir das Ganze noch einmal ein bisschen aufkochen. Auf recht niedriger Temperatur. Also ich hätte gesagt Stufe 1, maximal 2, bis einmal die Butter geschmolzen ist. Und jetzt kommt schon unsere Sahne zum Einsatz. Dann nehmt einen großen, schönen Schluck Sahne. Ein bisschen was lasst euch über, denn ich habe hier noch ein Maismehl zum Binden der Soße, die kalte Sahne hinein und mit einem Schneebesen einfach aufrühren. Dann habt ihr eine tolle Bindung vom Zwiebel und von dieser Mischung. Das Ganze können wir jetzt ein bisschen rauf regulieren und unser Süßchen einkochen lassen. So, unsere Mischung ist schon fertig. Richtig schöne, cremige Soße. Schmecken wir das Ganze noch ab. Salz und Pfeffer braucht es noch. So, und dann können wir schon anrichten. Und zwar, ich mag es gern, wenn man unseren Fisch in der Mitte drapiert und unser cremiges Süßchen am Rand verteilt. Ihr könnt es natürlich auch flüssiger machen, wenn ihr das lieber mögt. Ich mag das gern, wenn das so richtig schön cremig ist. Dazu eignet sich hervorragend ein Kartoffelgratin. Und ja, wenn ihr Interesse habt, wie das geht, dann müsst ihr am Mittwoch wieder einschalten. Also, mein Fisch ist fertig. Ich sage jetzt schon, ich freue mich drauf. Wir sehen uns auf alle Fälle am Mittwoch wieder. Bis dann. Tschüss.